Die Stimmung an den Aktienmärkten ist heute nach wie vor eigentlich relativ gut. Am großen Verfallstag, die Frage ist, was passiert nach dem Verfall? Denn dann werden meistens die Karten neu gemischt. Wir haben heute wieder mal eine bestimmte Form des Optimismus, der so ein bisschen aus der Mottenkiste kommt, doch dazu gleich mehr. Hauptthema jedenfalls heute, das war Wirecard einmal mehr. Wir hatten heute bei Finanzmarktwelt einen Artikel darüber geschrieben. Die Aktie fällt weiter, teilweise unter die 20-Euro-Marke gefallen. Dann der Rücktritt von diesem Herrn, den Sie hier sehen, zweite von links, CEO Braun. Überfällig, dass der bis Montag sich noch im Amt halten würde, das war eher unwahrscheinlich. Wenn man sich die Leute mal anschaut hier, dann hat man nicht das Gefühl, dass hier die Top-Riege des Managements unbedingt am Start ist. Die Skandale sind so ausufernd. Und diese zwei philippinischen Banken, bei denen angeblich diese 1,9 Milliarden Euro von Wirecard lagern sollen, die haben gesagt, wir kennen Wirecard nicht, wir haben mit denen keine Geschäftsbeziehung. Also es ist eine never-ending Story und es ist vor allem eine Story, die dem Finanzplatz Deutschland wirklich schadet. Schadet dem Ansehen der BaFin, der Aufsicht. Es ist eigentlich ein totales Desaster, auch für die Aktienkultur in diesem Lande. Gar keine Frage. Und die Frage ist jetzt natürlich, es gibt eigentlich zwei Szenarien. Das erste ist, die Treuhänder-Einlagen sind komplett weg, aber die Gewinne von Wirecard sind nicht getürkt, wie hier dieser Tweet sagte. Dann könnte man vielleicht so einen inneren Wert der Aktie zwischen 65 und 95 Euro annehmen. Oder wir haben es hier mit kriminellem Betrug zu tun, mit einem Scam, also praktisch mit einer Geschichte wie damals bei Enron, wo Fake-Zahlen gebracht wurden, die überhaupt keinen Anhalt an der Realität haben, dann wäre der innere Wert der Aktie eigentlich null. Wir werden sehen, was dabei passiert. Das war heute eigentlich einer der wenigen Aufreger. Ansonsten sind die Märkte gestiegen aus Gründen der Mottenkiste sozusagen. Wir sehen, dass die US-Futures nach oben gegangen sind, nachdem China gesagt hat, ja, wir werden unsere Landwirtschaftskäufe aus den USA ein bisschen aufstocken. Wir sehen, wie weit die hinterher sind noch. Hier in der Grafik sieht man das für das Jahr 2020. Also wenn da ein bisschen aufgestockt wird, hin oder her, das macht den Kohl nicht fett. Das ist sozusagen vielleicht ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Aber das war zumindest heute der Hauptgrund dafür, dass die Märkte dann sich nach oben gehievt haben. Wie gesagt, es ist so ein bisschen ruhig, so ein bisschen Fahrt heute. Es ist wahrscheinlich so, dass dann in der nächsten Woche viel mehr Action reinkommen wird, denn dann werden die Chips neu gemischt, dann wird alles sozusagen entzerrt, dann werden die Chips auch neu platziert am Tisch. Und klar, normalerweise sehen wir an Verfallstagen, dass dann der Trend der Vorwochen ein bisschen sich fortsetzt. So ist das heute auch, die Aktienmärkte positiv. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir dann ab nächster Woche deutlich unruhigere Zeiten erleben werden. Der erste Grund, ich hatte das schon mehrfach erwähnt, die Blackout Period, die setzt ein. Also die Aktienrückkäufe der US-Unternehmen werden immer weniger und das war der Haupttreiber der Rallye in den letzten Jahren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das ist der Donald Trump. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal an, was da eigentlich passiert ist, als es so stark nach unten ging an den Märkten. Da sehen wir, dass vor allem die älteren Herrschaften verkauft haben. Die fürchteten da praktisch um ihre Ersparnisse. Wir sehen, dass die 60-Jährigen bis 64-Jährigen, mehr als ein Viertel dieser Leute haben so ziemlich alles verkauft, was in ihren Portfolios war. Die 65-Jährigen bis 69-Jährigen, da sogar 30,5%. Die über 70-Jährigen 30,9%. Praktisch die Faustregel. Es haben die Leute verkauft, die alt sind und Angst um ihre Rücklagen haben, während die Jüngeren deutlich weniger skeptisch waren. Es sind vor allem die jüngeren Investoren, die dann Privatinvestoren, die in den Markt reingegangen sind. Die Robin Hooders, die auch mit einer App umgehen können, das sind diejenigen, die jetzt erstmal profitiert haben. Meine Vermutung ist, dass die Dickfische, die zwar in letzter Zeit auf den Zug ein bisschen aufgesprungen sind, aber dass die großen Player am Markt da natürlich ein Problem haben derzeit, die würden vielleicht gerne ein bisschen günstiger einsteigen. Und das könnte ich mir vorstellen, zumindest als einer der Motive, wenn mal was nach unten kommt, dass dann sozusagen erstmal die Privatinvestoren aus dem Markt gekegelt werden sollen. Wir haben
Jetzt die Situation, das ist das, was eigentlich zu vermuten war. Jetzt tritt es ein. Die Analysten senken ihre Erwartungen immer mehr ab für die Unternehmensgewinne. Wir sind jetzt bei 2,2% und bis 9,5%. Das ist deutlich weniger als im Jahr 2019. Da waren wir bei 12,3%. Und wir sehen praktisch diese Diskrepanz zwischen den Kursen und den Unternehmensgewinnen. Und die Frage ist, geht das immer gut? Wie lange geht das gut? Derzeit haben wir jetzt auch die Situation, dass die Put-Call-Ratio weiter nach oben geht. Das heißt, es sind kaum Leute abgesichert über Optionen. Das gab es nur 18 Mal vorher noch extremer in der Geschichte, sagt hier Sentiment Trader. Und das ist auf jeden Fall ein Risiko für die Märkte, dass es also keine Absicherung gibt. Denn diese Absicherungen, diese Hedges, das sind ja dann auch praktisch Käufer, die auf den Plan kommen. Wenn es nach unten geht, dann werden diese Absicherungen aufgelöst. Wenn das Put-Optionen sind, dann werden die glattgestellt. Und das würde dann sozusagen die Märkte wieder unterstützen, weil das, wie gesagt, Käufe sind. Wir sehen, insgesamt sind es die Zentralbanken, die natürlich diesen Markt steuern. Wir haben hier mal die Zinssenkungen der Zentralbanken weltweit. Es sind über 200 Zentralbanken der Welt, die ihre Zinsen gesenkt haben. Am wenigsten Israel, am stärksten Argentinien. Die USA sind so im Mittelfeld. Wir sehen also, dass praktisch das ja eine ganz konzertierte Aktion ist. Insgesamt, das hatte ich heute Morgen auch schon gezeigt, ist es so, dass eben die Relation zwischen den Assets praktisch so hoch ist, die Dependenz, die Inter Aktion praktisch so hoch ist, dass man sagen kann, es läuft alles irgendwo in dieselbe Richtung. Entweder geht alles rauf oder es geht eben alles runter. Aber es ist runtergegangen, vor allem auch diese Grafik hatte ich heute Morgen schon gezeigt, die FED-Bilanz. Wir haben das erste Mal seit langer Zeit, dass die FED-Bilanz etwas signifikanter zurückgegangen ist. Und zwar so signifikant wie seit 2009 nicht mehr. Das erklärt vielleicht, warum der Schwung nach oben jetzt auch ein bisschen weg ist. Denn die Aktienmärkte haben sich ja weitgehend kongruent verhalten, eben zu den Bilanzsummen der Notenbanken, vor allem der Fed. Und diese Grafik von Sven Henrik zeigt, dass es möglicherweise so ist, dass Liquidität alleine auf Dauer nicht ausreicht. Da brauche ich schon auch Wirtschaftswachstum, denn hier hat Sven Henrik mal eingezeichnet die Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken in den letzten Jahren, seit dem Jahr 2000 in etwa. Und wir sehen, es kam zu sinkenden Kursen trotz dieser Interventionen. Diesmal ist es anders, aber die Frage ist, wie lange ist es noch anders? Das wird man sehen müssen. Einer der Risikofaktoren ist die US-Wahl Anfang November, wenn sie denn stattfindet. Fox News hatte gestern eine Umfrage gebracht, die sehr detailliert ist, die nach meiner Auffassung sehr realistisch ist. Und Fox News gilt ja bis jetzt nicht gerade als Trump-feindlich. Und hier sieht man, dass Joe Biden eben vorne liegt, weil die Leute verunsichert sind in den USA durch diese Ausschreitungen auf der einen Seite, durch diese Gewalt, die man da gesehen hat, natürlich auch durch die wirtschaftliche Situation. Und es sind vor allem Frauen, bei denen Trump Probleme hat. Es sind Schwarze, bei denen Trump überhaupt keinen Stich mehr macht. Die Frage ist nur, gehen die Schwarzen, gehen die Latinos, die derzeit besonders sich beklagen über die strukturellen Probleme in Sachen Rassismus, gehen die zur Wahl oder tun sie das nicht? Jedenfalls hat Donald Trump getwittert heute, das sind doch alles Fake News, ist schon wieder von denselben Leuten, die 2016 schon seine Niederlage vorausgesagt hatten. Das Problem ist erstens nach meiner Auffassung, dass Fox News hier nach meiner Auffassung, nach meiner Einschätzung sehr detailliert gezeigt hat und sehr nachvollziehbar gezeigt hat, dass eben der Enthusiasmus für Biden kaum vorhanden ist, dass aber der Enthusiasmus der Anhänger von Trump nach wie vor sehr groß ist, aber dass eben die Motivation, Biden zu wählen, vor allem darin besteht, dass man Trump abwählen will. Und diese Motivation war 2016 eben nicht gegeben. Da gab es eine sehr unpopuläre Kandidatin, Hillary Clinton. Und man wusste eben noch nicht, was Trump wirklich dann in der Realpolitik bedeuten wird. Jetzt weiß man das nach 4 Jahren. Dementsprechend halte ich das Argument für Trump hier nicht für valide, zu sagen, naja, 2016 haben die sich ja schon geirrt. Klar, es ist so, dass Umfrageinstitute sich irren, das ist gar keine Frage. Aber es ist eben nicht so, dass sie grundsätzlich komplett falsch liegen. Wir sehen Brexit zum Beispiel, da war die Geschichte sehr, sehr knapp. Ja, auch bei der Wahl 2016 war die Sache sehr, sehr knapp. Abschließend noch EU. Wir haben heute ja so einen EU-Gipfel gehabt, da ging es um diesen Fonds, diesen Rettungsfonds, der hier aufgelegt werden soll. Und bisher zeichnet sich keine
wirkliche Lösung ab. Das ist aber auch ein Risiko für die Märkte nach meiner Auffassung, denn diese Rettung ist ein Stück weit schon eingepreist. Schauen wir uns abschließend, bevor ich Sie hoffentlich in ein entspanntes Wochenende entlassen kann, mal die Charts an. Die sind mir jetzt gerade entschwunden. Dann werde ich mich gleich mal einloggen hier bei Capital.com. Das wird nur einige Stunden dauern. Da sind wir ja schon. Und da sehen wir hier den DAX zunächst mal 12.335. Wir sind nach wie vor in dieser Seitwärtsrange zwischen, naja, um und bei 12.200 und 12.400, 12.450. Solange hier kein Ausbruch aus der Range erfolgt, besteht letztendlich kein Handlungsbedarf. Wie gesagt, das ist hier so eine Schiebezone nach dem stärkeren Anstieg hier von der 11.600er Marke. Wo wir beim DAX sind, da sind wir auch bei Wirecard. Die Aktie mit einer Talfahrt heute wieder sogar unter die 20er Marke, wie wir hier sehen. Dann die Erholung, nachdem die Meldung kam, dass Braun zurückgetreten ist oder zurückgetreten wurde, wahrscheinlich besser gesagt. Aber jetzt kommt die Aktie wieder unter Druck. Viele, die bisher Wirecard für ein gutes Unternehmen gehalten haben, diese Gerüchte nicht geglaubt hatten, dass hier eben die, naja, die Vorwürfe wirklich richtig sind. Die haben jetzt letztendlich die Gefolgschaft aufgekündigt für Wirecard. Das ist hier ein 15-Minuten-Chart. Wir sehen gestern die Aktie noch bei 100. Gestern Vormittag. Jetzt sieht es nicht mehr so schön aus. Was macht der S&P 500? Auch ähnliche Seitwärtsbewegungen. Wir sehen, der Nasdaq ist ein bisschen stabiler hier auf Stundenbasis. Da geht es hier eher latent nach oben. Wir sehen Gold, das aktuell jetzt doch deutlich zulegen kann oder doch relativ konstant nach oben läuft jetzt in den letzten Stunden bei 1740. Der Euro, der ist schwach und nach wie vor unter der 1,12, kann sich allerdings hier von den Tiefständen, die wir gesehen haben, von bei 1,1170 etwas erholen und Crude Oil geht weiter seitwärts auf erhöhtem Niveau knapp über der 40er Marke. Das soll es erstmal gewesen sein. Es ist so ein bisschen dröge nach wie vor. Man kann nur hoffen, dass in der nächsten Woche so ein bisschen mehr Action reinkommt, ein bisschen mehr Spaß wieder in die Märkte kommt. Es wäre uns zu wünschen, denn das ist doch teilweise ein bisschen fad, was hier passiert. Das zumindest ist meine Einschätzung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in alter Frische am Montag wieder und sage Servus und Ciao.